Challenge, Nominierung. Dietlis Bergbahnen, Norbert Patt, hat uns nominiert für Grillpunkt Challenge. Was ist das? Das muss ich mir dann schon anschauen. Auf dem Handy. Und machen mit ihm seiner Belegschaft und mit unserer Belegschaft ein Riesenfest. Nominieren wir Käsebauer AG. Ihr habt gesehen, es stehen ganz ein Haufen Rote da vorne. Und wenn der Remo, unser Kollege, das nicht einlösen tut, dann werden wir die ganze Rotflotte verkaufen und Silberige kaufen. Und selbstverständlich wetten wir noch, wenn er es nicht einlösen tut, dass er auf Engelberg kommt. Und für die Skispringen, die Schanzen präparieren dort. Und er als Geschäftsleitung das machen dort. Und uns das ist schon gespannt, man muss sofort die Leute aufbeten. Schau da nicht, wo man sich da anleiten. Hallo Remo. Hallo, wie geht's dir? Remo. Sorry. Grüezi wohl, hoi Remo. Los, wir sind nominiert worden von der Dicklisbergbahn für eine Grillpool-Challenge. Was meinst du? Grillpool-Party? Ja, das ist kein Problem. Du, ich habe noch daheim einen Pool. Ich gehe den gerade schnell holen und dann mache ich mich auf den Weg und komme so schnell wie kann. Danke, ciao, bis später. Möhrige, hä? Okay, bis später. Alles Bestens, danke, tschüss, ciao moi. Dani, haben wir noch Budget? Für was? Wir sind nominiert worden für den Dicklisbergbahn für die Grillpunkt Challenge. Was ist das? Das ist gleich. Wir haben einfach Budget gehabt. Du weißt, dass wir das Geld haben, den Rest organisiere ich. Dann fangen wir jetzt wieder. Ja, klar. Ciao! Patricia, wir sind für den Dicklisbergbahn nominiert worden für die Grillpunkt Challenge. Was? Was ist denn das? Das ist gleich. Bist du allein? Ist niemand da? Es ist Sommer, sind alle kompensieren. Ich soll mir sagen, eine Pistenbulli fahren. Ich glaube, es ist wirklich, du fährst nicht mehr drin. Ja, gut, dann machen wir es einfach, wir haben keine Zeit verlieren, dann musst du fahren. Aber ich bin noch nicht gefahren. Ja, das ist gleich, das zeigt man dir. Okay. Kommst du besser gleich mit? Selbstverständlich habe ich drei weitere Firmen nominiert. In der ersten Firma
haben wir unseren Kollegen, Sascha Kempf, Alpinlift. Wenn er die Grillpool-Challenge nicht erfüllt, bis Ende November, muss er mit der ganzen Belegschaft einen kleinen Heli-Rundflug machen. Ab Altdorf, ab einem neuen Standort. Dort kann er landen und dann können alle einsteigen und dann macht er einen kleinen Alpenrundflug. Wir freuen uns auf den Rundflug. Zweite Nomination, eine ist nicht mehr der Zentralschweiz, ist Flims Lags Valera, der Martin Hug, unser Freund. Der Martin Hug darf uns, wenn er es nicht erfüllt, mit seiner Belegschaft den Grillpool Challenge durchzuführen. Dann tut er uns alle einladen für ein Ski-Weekend inklusive Übernachtung und mit feinsten und besten Hüttenzaubern. Am besten beim Grandis. Und die dritte Nomination, das ist die Firma Arnold & Company. Der Arnold Bobby, wenn er die Grillpool Challenge bis Ende November auch nicht erfüllt, tut er mit der ganzen Belegschaft am nächsten Frühling 2020 zwischen Mai und Juli eine neue Rundfahrt machen, ab am Abend um 5 Uhr mit Einachten, inklusive Getränk und Grilladen bis ca. 10 Uhr am Abend, 11 Uhr mit Sonnenuntergang. Wir freuen uns auf eure Challenge und wenn ihr es nicht erfüllt, ist auch recht, weil dann hätten wir einen grossen Fun, um die Sachen nicht zu lesen. Danke, bis bald, wir freuen uns auf euer Video. Yeah!